Florian Jungwirt, wenn der FC Union der große Geheimfavorit ist, was ist dann der VfL? Ach, der große Geheimfavorit-Besieger, würde ich sagen. Nee, ich glaube, wir haben das richtig gut heute gemacht. Von der ersten Minute, Union hat sofort Druck gemacht. Wir haben den gut Stand gehalten, standen sehr gut, haben auch guten Ball laufen lassen, hatten dicke Chancen in der ersten Halbzeit und haben das in der zweiten Halbzeit genauso weitergemacht und haben uns dann belohnt und insgesamt haben wir das Spiel auch verdient gewonnen. Die Mannschaft vor allen Dingen in der ersten Halbzeit ganz hervorragend Fußball gespielt, größere Chancen rausgespielt und ich hatte schon da mehr oder weniger meine Bedenken, wenn man die klaren Chancen nicht reinmacht, dass möglicherweise in der zweiten Halbzeit ein Abfall kommt. Der bezog sich dann auch mehr oder weniger auf die Ordnung im Team. Sie haben die ab und zu mal verloren, aber haben dann wirklich mit Leidenschaft dagegen gehalten und gut, vor allen Dingen auch nach diesem Ausgleichstreffer, den wir kassieren mussten kurz vor Schluss, da nochmal aufzustehen, da nochmal die Aktion nach vorne zu suchen, wo andere mit Sicherheit sich versteckt hätten, da ziehe ich den Hut vor. Ich denke, dass wir das Spiel gerecht gewonnen haben, am Ende noch mit dem Elfmeter. Das ist sicherlich ein enges Spiel, was dann auch mal unentschieden ausgehen kann, aber mit dem Elfmeter haben wir dann verdient gewonnen hinten raus noch, weil wir, wenn wir Fußball gespielt haben, wirklich viel Druck gemacht haben und insgesamt dann die besseren Möglichkeiten hatten. Warum wurde es dann am Ende nochmal so dramatisch? Ja, ich glaube, es ist normal. Union hat nochmal drei gute Spieler gebracht von der Bank, dass sie dann nach dem Rückstand nochmal Druck machen mit den tollen Fans. Das ist ganz normal. Wir kassieren dann unglücklich den Ausgleich. Da müssen wir natürlich noch dran arbeiten, dass wir nicht so viele Freistöße gegen uns bekommen. Das ist sicher noch ein Punkt, aber das ist dann auch wieder Wahnsinn. Wir spielen dann einfach, wo du eigentlich denkst, dass es jetzt nochmal eng werden könnte, sogar mit dem Punkt spielen wir einfach ganz locker nach vorne. Ich glaube, hat keine zwei Minuten gedauert, kriegst den Elfer und danach haben wir einfach nochmal fünf Minuten gekämpft und das Ding gut über die Runden gebracht. Wir haben von der ersten Minute an ein sehr gutes Spiel gemacht, defensiv sehr kompakt gestanden, eigentlich kaum eine Möglichkeit zugelassen. Dann noch einen ganz bitteren Ausgleich kassiert so spät und dass man dann nochmal zurückkommt in der Art und Weise, wie wir es getan haben, das spricht auch für Qualität. Ja, es war schwer zu verteidigen. Wir haben mit langen Bällen operiert, also die haben über unser System hinweggespielt. Das haben sie geschickt gemacht und da hatten wir auf einigen Positionen unsere Schwierigkeiten. Taza und auch Pepe Schielung sind nicht richtig mehr ins Spiel gekommen, haben nicht mehr für Entlastung sorgen können und von daher wurde der Druck immer größer und wir konnten es hinten nicht mehr befreien. Aber in solchen Situationen hilft Leidenschaft und Kopfballstärke. Und ein überragender Torhüter. Ja, dafür haben wir ihn ja. Wir brauchen einen Torwart, der auch mal die eine oder andere Situation entschärft. Ist klar, wenn Union zu Hause Druck aufbaut, dass da auch eine gefährliche Situation entstehen kann. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, haben wir insgesamt ein gutes Spiel gemacht. So, die spannende Frage vor so einem ersten Spieltag, finde ich, ist ja immer, ja, wo steht die Mannschaft? Wie konkurrenzfähig ist man? Welchen Eindruck hast du gewonnen heute? Vor allem im Hinblick auf die Tatsache, dass heute, glaube ich, 6 Neuzugänge auf dem Platz standen, inklusive deiner Person. Ja, das ist immer schwer zu sagen am Anfang. Union wird von vielen als Geheimfavorit gehandelt. Wir haben heute in Berlin natürlich gewonnen, was eine überragende Leistung war. Wir sollten aber jetzt nicht über irgendwelche Ziele sprengen. Wir müssen einfach uns bewusst sein, dass so ein Sieg und so eine Leistung eine Menge Arbeit bedeutet. Und die müssen wir jeden Tag im Training und jedes Wochenende abrufen. Und natürlich hat man in der Vergangenheit gesehen, dass jeder jeden in der Liga schlagen kann und das soll immer unser Ziel sein. Traumstart, den haben wir letztes Jahr auch gehabt, da haben wir auch gewonnen das erste Spiel. Zum Start gehören 5 bis 10 Spiele, sage ich immer. Und wenn wir da konstant punkten und gut punkten, dann ist es für mich ein guter Start. War ein guter Anfang heute. Knapp 19.000 Zuschauer heute hier. Wie groß ist denn die Hoffnung, dass man das vielleicht am kommenden Montag toppen kann in Bochum? Ja, die ist sehr groß. Also man hat ja schon letztes Jahr die letzten Spiele gesehen, was für eine Euphorie entfacht werden kann. Jetzt wollten wir quasi diese Euphorie vom Spielerischen und auch natürlich von den Fans mitnehmen. Die Fans waren heute schon zahlreich hier, haben eine super Stimmung gemacht. Und ich meine, dass wir uns das verdient hätten, nächsten Montag über 20.000 zu haben. Das nächste Ziel ist erstmal, die Mannschaft so wieder aufzubauen, so zusammenzufügen, so zu unterstützen, so weiter zu aufzubauen und auszubauen, die Möglichkeiten, die wir haben, dass wir gegen Dynamo Dresden vor hoffentlich vollem Haus, ja, ich träume vom ausverkauften Revierpower-Stadion, dass wir da gewinnen, das ist das nächste Ziel. Also dann kommt dann später. Würde mich freuen. Also es war ja auch ein bisschen unsere Aufgabe, immer noch den Schwung, den wir in den letzten paar Spielen der letzten Saison hatten, den nochmal mitzunehmen und da was draus zu machen und da bin ich frohen Mutes. Ja, mehr kann die Mannschaft nicht tun. Die Fans, die hier waren, haben uns fantastisch unterstützt. Das war sensationell. Gut, gegen diese Übermacht in Union, bei Union kann man nicht ankommen. Aber die da waren, heute hier uns begleitet haben, die bringen mir sicher einige mit.